Herzlich willkommen zu Rohrfreihaus in Wolfswede und unserer Gesprächsreihe Fotografie und der Kunstmarkt. Heute zu Gast ist Markus Paul Müller aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Müller. Danke für die Einladung, Herr Schädel, und Grüße nach Wolfswede. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sie sind staatlich geprüfter Fotodesigner, also haben ein Studium zur Fotografie hinter sich und sind heute Inhaber der Firma Recom Art, einem Unternehmen, das also hochwertige Prints herstellt. Um das eben auch entsprechend zu gewährleisten, arbeiten Sie auch forschend und haben verschiedene Projekte zu stabilen Materialkombinationen entwickelt und unterrichten das auch und vermitteln das. Und da freue ich mich besonders, dass Sie heute hier bei uns sind und uns auch ein Stück weit an Ihren Forschungsvorhaben teilnehmen lassen. Sie sind auch in einer Arbeitsgruppe, die auch unter dem Dach der DGPH firmiert, die sich um den Erhalt zeitgenössischer Fotografie kümmert und entwickeln da Standards. Und das wäre auch meine erste Frage. Können Sie uns zu dieser Plattform, zu dieser Arbeitsgruppe etwas sagen, zu den Aufgaben und zu den Zielen, die diese Arbeitsgruppe verfolgt? Die Arbeitsgruppe heißt Erhalt von zeitgenössischer Fotografie. Der Titel ist ein bisschen weiter gefasst als die erste Aufgabe, die wir uns als Aufgabe gesetzt haben. Und zwar ETDP bedeutet erweiterte Technikdokumentation für Fotografie. Und das Besondere an der Arbeitsgruppe ist, dass wir Restauratorinnen, Restauratoren, Fotolabore, Produzenten, Sammlungen, Schadensgutachterinnen, Schadensgutachter und gemeinschaftlich in einer Gruppe zusammenarbeiten, was meiner Meinung nach schon ein Novum in Deutschland ist. Und die Idee davon ist, dass wir alle mit ins Boot nehmen, um dann die spätere Dokumentation, die wir kreieren, eine größere Akzeptanz bekommt. Und wir wollen die unterschiedlichen Dokumentationsprinzipien bündeln, auch ergänzen. Deswegen heißt auch es ETDP für erweitert. Und die Hauptaufgabe ist, dass wir die Handhabung so leicht wie möglich machen, damit man tatsächlich auch die Dokumentation ausfüllt. Ah ja, das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, in jedem Fall hilft diese Arbeit und die Erkenntnisse, die diese Arbeitsgruppe zusammenträgt, ja den Sammlungsinhabern. Also wenn Reproduktionen oder neue Prints gemacht werden müssen, kann man auf diese Daten zurückgreifen. Das ist richtig so, ne? Richtig. Also es geht auch darum, dass tatsächlich, weil wir haben ja Restauratoren, Fotolabore und auch beispielsweise Schadensgutachter, dass wir auch gemeinschaftlich uns auf etwas einigen. Weil jeder hat sein eigenes Prinzip und es wäre ja schon praktisch, wenn man eine Dokumentation hat, die zu diesem Werk gehört, die man dann auch vielleicht einfach nur ergänzt und nicht immer eine neue macht und dann hinterher gar nicht mehr so genau weiß, was jetzt was ist und welche ist die aktuelle Version. Und auf Seiten der Produzenten, gibt es da Dinge zu beachten? Also kann man, wenn Sie sagen, Sie machen Ihre Ergebnisse öffentlich, können Fotografinnen, Fotografen, auch gerade Jüngere, sich das aneignen und ihr Werk entsprechend begleiten und weitergeben mit dieser Dokumentation? Das würde ja auch auf dem Markt sicherlich helfen, Fuß zu fassen. Richtig. Also wir haben uns überlegt, dass wir vermutlich so etwas wie eine Online-Plattform brauchen, wo man das dann einträgt und letzten Endes auch Begrifflichkeiten schon vorgeschlagen werden, sodass man sicherstellen kann, dass auch jeder von dem Gleichen spricht, weil wenn man mal bedenkt, für den Inkjet-Druck gibt es unendlich viele unterschiedliche Bezeichnungen und da wollen wir einfach auch das in der Handhabung so leicht machen, dass auch ein Jungkünstler, der jetzt vielleicht selbst aufwendig diese Informationen zusammentragen muss, auch eine Hilfe bekommt durch diese neue Dokumentation. Betreffen diese Angaben den ganzen Workflow von der Aufnahme über die Speicherung bis hin zum Print oder ist es letztendlich auf das Endergebnis des Drucks sozusagen bezogen, beschränkt? Also wir sind ja noch nicht so weit, dass wir uns abschließend auf etwas geeinigt haben, aber ich glaube, es macht schon mehr Sinn, von der Datei oder von dem Negativ auszugehen, weil die Hinarbeitung einer digitalen Datei zu dokumentieren, ist meiner Meinung nach sehr, sehr aufwendig und auch für eine spätere Neuproduktion auch gar nicht mal so relevant. Da ist tatsächlich viel wichtiger, dass man weiß, welche
Datei die letzte ist. Und daran scheitert es oftmals, dass wir drei verschiedene Dateien bekommen und dann heißt, naja, eine davon wird schon die richtige sein. Und das ist ein ziemlich einfaches Beispiel, aber im Prinzip geht es, dass man weiß, wovon man aus arbeitet, um es wiederherstellen zu können. Oder wenn man halt, wenn es gar nicht darum geht, eine neue Produktion zu machen, einfach schlichtweg mit beispielsweise mit Farbwerten einschätzen kann, inwieweit die Arbeit sich verändert hat. Ist das rein ein technisches Problem oder brauchen Sie in Ihrer Arbeitsgruppe auch, ich sag mal, Kunsthistorikerinnen oder Kuratorinnen, die sozusagen auch das künstlerische Konzept mit beachten? Oder geht es dann letztendlich um eine technische Dokumentation? Es geht mehr, es geht um alles. Also die technische Dokumentation ist ein Teil. Dann geht es auch darum, dass wir natürlich auch die Künstlerhaltung dazu dokumentieren müssen. Wenn beispielsweise ein Künstler sagt, er möchte gar nicht, dass seine Arbeiten jemals reproduziert werden, sollte man das idealerweise in so einer Dokumentation auch vermerken, also was der Künstler denkt. Und natürlich, wenn es darum geht, einzuschätzen, ob man es überhaupt neu machen sollte, sind gerade zum Beispiel Schadensgutachter sehr wichtig oder Kunsthistoriker, die es auch in Relation setzen, ist es noch akzeptabel oder müssen wir es wirklich ersetzen? Weil das ist ja gerade der große Knackpunkt. Und das in eine objektive Empfehlung zu bekommen, wird schwierig, aber ich denke mal, dass man da zumindest eine Empfehlung hinbekommt, wo man sagen kann, okay, wenn zum Beispiel ein Kratzer am Rand 1 Zentimeter groß ist, gibt es keinen Grund, dieses Kunstwerk zu ersetzen. Aber wenn man dann einen Riss hat, der komplett durch die Scheibe geht, macht es schon Sinn, dass man dieses Kunstwerk ersetzt und nicht mehr zeigt. Jetzt stelle ich mir ja mittelfristig vor, dass Ihre Arbeitsgruppe sozusagen diesen Leitfaden, diese Standardisierung entwickelt. Das heißt, künftig werden Arbeiten so eine Dokumentation mit sich tragen. Und das wäre ja dann auch optimal für die späteren Schritte. Betrifft das auch zurückliegende Materialkombinationen, Diasec, Inkjet? Sie sagten ja gerade, da sei auch ein Wildwuchs an Begriffen, Begrifflichkeiten. Oder ist das nur in die Zukunft gedacht? Oder versuchen Sie auch ältere Exponate zu bearbeiten, zu dokumentieren? Also ich glaube, wir können die Zukunft nur verändern, weil jedes Museum hat eine Vielzahl an fotografischen Arbeiten, die teilweise oder gar nicht dokumentiert sind. Und es ist personell bei den Museen, glaube ich, gar nicht machbar, dass man alles aufarbeitet. Ich glaube, wir sollten darauf achten, dass wir die Fehler, die, oder vielleicht ist es auch gar kein Fehler, sondern die Unwissenheit, die wir hatten, oder diesen Glauben, dass Fotografie lange hält, beispielsweise Diasec wurde damals als lebenserhaltende Maßnahme beworben, dass man eben weiß, okay, man hat sich geirrt und man möchte jetzt in Zukunft es besser machen. Und da glaube ich, ist die ab sofort die Dokumentation der bessere Weg. Und das, was gewesen ist, ja, das ist relativ schwierig zu ersetzen und auch alles nachzurecherchieren. Das ist eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt hinsetzen und einen neuen Weg einschlagen. Wie ist es denn mit jungen Fotografinnen und Fotografen? Die haben natürlich vielleicht nicht gerade am Anfang ihrer Karriere nicht unbedingt das Interesse, sich mit solchen technischen Fragen auseinanderzusetzen und eine aufwendige, Sie sagten ja selber, es sei sehr aufwendig, Dokumentation zu erstellen. Gibt es für diese Kreise auch Hilfestellung? Können die sich irgendwo beraten lassen? Können die irgendwo sich helfen lassen, diesen Weg zu gehen, damit das Werk dann eben auch entsprechend begleitet wird über die nächsten Jahrzehnte? Ja, also genau das, was Sie gerade angesprochen haben, ist meiner Meinung nach eines unserer größten Probleme, das nicht neu ist, weil viele Frühwerke von etablierten Künstlern sind auch damals selbst gemacht worden. Man hat viele Qualitätskompromisse gemacht, weil man einfach auch schlichtes Geld dafür hatte. Und heute haben die Jungkünstler genau das gleiche Problem. Sie wissen zwar, dass man vielleicht die Klebefolie eher verwenden sollte als eine andere, aber sie gehen ja auch neue Wege. Das bedeutet, jetzt wird dann plötzlich Schaumstoff verwendet in Rahmen, weil man diesen Look haben möchte. Und es werden ja viele Materialien gemischt und somit hat man wieder eigentlich das gleiche Problem wie mit den Frühwerken von etablierten Künstlern. Und es ist
in erster Linie tatsächlich wichtig, dass man einfach auch aufschreibt, was man verwendet hat, weil ein Restaurator sich später sehr viel Mühe macht, um genau herauszufinden, wie man beispielsweise einen bestimmten Schaumstoff, der eben da draufgeklebt wurde, erhalten könnte. Oder wenn man ihn ersetzen muss, einfach weiß, mit welchem man ihn ersetzen muss. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass die jungen Künstler anfangen zu dokumentieren. Das ist keine tolle Arbeit. Man möchte sich eigentlich damit nicht beschäftigen. Und ich sehe eigentlich auch ein bisschen die Verantwortung bei den Fotolaboren, dass die diese Aufgabe übernehmen. Oder eben halt auch Rahmenbauer. Oder es gibt viele Firmen, die gerade auch für zeitgenössische Künstler Mixed Media herstellen. Und da sehe ich eher die Aufgabe, weil der Künstler oftmals auch gar nicht weiß, was er macht. Er findet es einfach nur toll. Und dem ist erstmal egal, aus welchem Material dieses Produkt besteht. Und es oftmals auch gar nicht nachrecherchieren kann. Das ist das nächste Problem, dass viele Materialproduzenten ja auch gar nicht wirklich veröffentlichen, was es genau ist. Somit ist es ein großes Problem und eine große Herausforderung, das zu lösen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis für die jungen Fotografinnen und Fotografen für die Zukunft. Und wer sich da näher informieren möchte, findet unter etdp.de eben auch die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe und kann sich da dann langsam in dieses vielleicht für manche doch komplizierte Metier einarbeiten, um das dann auch eben sachgerecht in die Zukunft zu bringen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Danke. Ja, und ich möchte Ihnen zum Schluss auch noch mal kurz sagen, jeder, der Fragen hat, kann auch gerne unsere Arbeitsgruppe schreiben, weil wir leben von dem Feedback und für uns ist es gerade wichtig, auch zu wissen, was man ändern sollte, gerade bei Jungkünstlern. Deswegen schreibt uns, gebt uns Tipps oder auch, was wir nicht bedacht haben, damit wir einfach zusammen ja ein bisschen die Fotografiewelt ab sofort verändern können. Danke.